Einen wunderschönen guten Morgen heute am 15.01. Ja, wir sind mitten in der Woche live auf twitch.tv. Und ich grüße euch zu einem neuen Frühstückscafé am 15.01.2024 mit dem Thema das Geschäft mit dem Karneval. Und zwar habe ich gedacht, ich quatsche mal ein bisschen darüber. Man muss dazu sagen, wie gesagt, ich bin ja abgesehen davon, dass ich als Tanzsporttrainer arbeite und Choreograf. Also ich habe unter anderem eine Showtanzgruppe, die ich trainiere, also eine kannibalistische Showtanzgruppe, die viel unterwegs ist, bin ich aber unter anderem auch als Techniker und DJ, ne, Veranstaltungstechniker unterwegs, Tontechniker, also weniger Tontechniker. Ich bin eher der, der den Ablauf macht, dann, ne, die richtige Musik für die Gruppen, anschließend ein bisschen DJ oder ein bisschen viel DJ, sowas halt. Und ich komme aus dem, ja, weiß ich nicht, ob das noch Rheinland ist. Das müsste ich jetzt mal, ich google das mal. Bis wo geht das Rheinland? Und was gehört alles zum Rheinland? Und Voreifel oder Mittelrhein? Ja, Voreifel, ich bin eigentlich schon fast Eifel tatsächlich. Also Kreis Euskirchen ist ja riesig, ne? Da ist ja sehr, sehr groß. Da gehört sehr, sehr viel zu dazu. Ich gucke, doch, die Eifel gehört auch noch dazu, sehe ich gerade. Landschaften, die Eifel. Ja, siehst du, Rheinland-Pfalz, NRW, Belgien, ja, siehst du, nee, dann sind wir auch noch dazu. Und wir gehören dann also quasi, ja, ich sag mal, ich bin anwohnend, ich sag mal, 60 Kilometer von Köln entfernt. Da könnte man sagen, ja, so im Schnitt, ja, 65, vielleicht 70 Kilometer, so um den Dreh. Auf jeden Fall, ich sag mal, eine Stunde über die Autobahn sind wir in Köln, also in der Innenstadt. Und, nee, schneller. Ganz egal, ist ja auch egal jetzt. So, das heißt, bei uns ist der Karnevalsbusiness ein Riesengeschäft. Düsseldorf ist da noch nicht ganz so extrem, aber der Kölner Raum ist ganz extrem. Vor allen Dingen, weil wir unsere eigenen Gruppen haben, also die auch wirklich teilweise sogar schon überregional bekannt sind, wie die Höhner zum Beispiel, die ja auch mit dem Zirkus Roncalli viel auf Tour sind und auch überregional agieren. Brings, wahrscheinlich kennt man auch überregional das ein oder andere Lied. Also wie gesagt, ist ein Riesenmarkt. Wir haben eigene Karnevalsgruppen. Oder hier Sprecher, Redner, die unglaublich vielfältig sind. Und wie gesagt, das Musikgeschäft ist unglaublich. Also, und Karneval hat sich, es war damals schon ein Geschäft. Und auch seitdem ich viel als Techniker unterwegs bin, um auch diese Gruppen zu begleiten oder die Sitzungen, beziehungsweise die Karnevalssitzungen oder die Karnevalsveranstaltungen als Techniker durchzuführen. Und wir reden mittlerweile von Summen, die diese Gruppen aufrufen. Das ist schon exorbitant. Also das sind auch mittlerweile Vollberufsmusiker. Die wenigsten oder ein Großteil ist natürlich immer noch berufstätig in einem anderen Beruf. Häufig hat er auch was mit Musik zu tun. Ich sage jetzt mal als Beispiel mit einem Tonstudio oder als Berufsmusiker halt. Aber die meisten, die ich kenne, die in den Bands sind, die gehen ganz normal noch arbeiten. Weil das Ding ist, muss man, also ich sage jetzt mal so Gagen zahlen. Also wir nehmen jetzt mal so eine mittelmäßige Band, die an Karneval unterwegs ist und sonst das Jahr über eher nicht. Da reden wir für einen 20-Minuten-Auftritt. Ich sag mal zwischen, also 2.500 ist schon wenig. In der Regel so im Schnitt sind wir so, zwischen 4.000 und 6.000 Euro für 20 Minuten.
Das sind in der Regel dann Bands, die auch sehr bekannt sind, die ihre eigenen Stücke spielen, die jeder kennt, jeder mitsingen kann. Also sprich, es ist natürlich ein Bekanntheitsfaktor. Es gibt noch die Coverbands, die diese Stücke covern, die sind anders. Aber sagen wir mal so zwischen 4.000 und 6.000 Euro für 20 Minuten ohne Zugabe. Und das sind so die Preise. Das sind in der Regel auch so, ich sag mal 4, 5, 6 Mann auf der Bühne, Protagonisten. Ich kann das natürlich verstehen, dass es sehr teuer ist, weil die kommen ja nicht alleine. Die haben ihre Tontechniker dabei, die haben die Menschen, die auf- und abbauen dabei. Also muss ich vorstellen, wenn diese Bands spielen auf so einer Veranstaltung, die haben 2 Minuten Zeit, dann muss die Bühne aufgebaut sein. Also du hast nicht Zeit, jetzt wie bei einem großen Festival oder so, den Bühnenraum da noch 3 Stunden oder Umbaupause zwischen den Bands, eine halbe Stunde Zeit, gibt es nicht. Entweder bist du in 2 Minuten fertig oder wirst gar nicht gebucht. Ja, weil das geht Schlag auf Schlag. Und die müssen auch bezahlt werden. Und das ist auch okay. So, jetzt kommt dazu, die haben natürlich nicht nur einen Auftritt am Tag. In der Regel, wenn das eine bekannte Band ist, sind die in der Regel so bei, in der Hochsaison, 4, 5, 6 Auftritte am Tag. Und natürlich möchte der Techniker auch bezahlt werden oder die Techniker, kommen ja mehrere. Die Instrumente kosten Geld, das wissen wir. Na, man muss es üben, man muss es proben, man muss ins Tonstudio. Dann musst du ja auch irgendwie durch die Gegend fahren. Die fahren ja nicht mit ihrem Pkw durch die Gegend. Das schaffst du ja gar nicht. Das heißt, die haben so ein Tourbüsschen etc. und sind dann unterwegs. Dann kommt dazu, ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken. Und dann geht es ja noch weiter. Dann hat man die ganz großen Gruppen. Da liegen wir dann schon zwischen 15.000 und 25.000 Euro. Das ist auch dieselbe Gruppengröße. Und das Ding ist, die Preise ändern sich nicht. Also es gibt zum Beispiel sehr gute Coverbands auch. Das, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ist das so Brass oder Brassband? Das sind zum Teil Bands, die stehen dann so mit 10, 12 Mann auf der Bühne und haben dann, für einer trommelt oder hat so ein Schlagzeug oder ein DJ, und dann sind das ganz viele Bläser mit Trompeten, Posaunen, Saxophon, sowas halt. Ich weiß nicht, wie man das nennt, diese Bands. Keine Ahnung. Brassband? Brassband? Ist das sowas? Ich weiß nicht. So, und jedenfalls, die kommen aber mit 15 Mann plus dem ganzen anderen und sind deutlich unter diesen Gagen. Das heißt, die müssen sich das noch aufteilen. Die können davon nicht leben. Das ist also zumindest dann nicht so krass. Ne? Du hast ja viel mehr Leute, die dann letztendlich bezahlt werden. Und das Ding ist, das ist dann das eine. Aber wenn man jetzt das mal vergleicht mit diesen Bands, also wie gesagt, ne, volles Geschäft, Business. Dann kommen die Tanzgruppen. Die Tanzgruppen sind, die großen Tanzgruppen haben teilweise 44 aktive Tänzer pro Gruppe oder 30 sind es häufig. Gerade die großen Bühnen werden gut gefüllt. So, diese Tänzer, die trainieren aber auch das ganze Jahr. Einmal die Woche, das ganze Jahr. Teilweise 2, 3, 4 Mal die Woche. Also meine Tanzgruppe, wir sind bei 1,5 Mal die Woche. Das heißt, wir haben also jede Woche Training und regelmäßig alle 2 Wochen. Regelmäßig 2 Mal die Woche. Also ne, nicht jede Woche. Also alle paar Wochen gibt es dann 2 Mal die Woche Training. Das heißt also, so, man ist viel mehr Leute, man hat auch einen riesen Aufwand. Man muss das üben, man muss eine Choreografie erstellen, Musik machen, alles was dazugehört. Komplettes Programm. Und die sind auch gut. Wir haben auch sehr, sehr gute Tanzgruppen hier im Kreis Euskirchen und überall sonst. Aber wir können bei weitem nicht die Gagen nehmen, die Bands nehmen oder die Musikgruppen. Wenn wir sagen, wir sind aber 40 Mann, die kommen und wir wollen jetzt 10.000 Euro haben oder 5.000 Euro, ist ja egal. Ja, dann zeigen die uns den Vogel. Also die Wertigkeit. So.
in der Regel liegen die Tanzgruppen alle weit unter 1000 Euro. Also es gibt vielleicht eins, zwei ganz große, die dürfen auch mal 800, 900 nehmen. Die machen aber auch, muss man sagen, das ist dann weniger Tanzen, das ist dann wirklich mehr, die machen ein Entertainment-Programm. Zum Teil auch mit Gesang richtig, mit Live-Gesang. Das ist eine völlig andere Nummer. Da ist richtig, die machen richtig Entertainment. Aber wenn wir eine schöne Showtanzgruppe haben wollen, sag mal, die 15 Minuten Programm macht. 15, 20 Minuten. Richtig stabiles, gutes Programm. Da bist du, also 400 Euro ist schon viel, was man dann verlangen kann. Und das sind dann 30 Mal mehr. Ne? Und da ist halt die Wertigkeit schwierig. Also von daher ist das eine Sache, die ist von der Wertigkeit. Aber das ist eine andere Sache. Aber trotzdem ist es ein Geschäft. Das heißt, man erwartet von den auftretenden Künstlern natürlich immer mehr Entertainment. Es muss immer mehr kommen. Es muss höher, es muss weiter, es muss schneller, es muss größer, es muss lauter, es muss bekannter sein und und. Das sind alles Kosten, die kommen dazu. Und dann geht es ja noch weiter. Es geht ja nicht nur um diese Künstler. Das heißt, natürlich nehmen dann mittlerweile auch die, und das mache ich tatsächlich auch, da spreche ich mich nicht von frei. Und dazu kommt auch tatsächlich die Gewerke, die mit dazugehören. Als Beispiel ein Veranstaltungssaal. Du musst ja irgendwann den Saal mieten. Oder wo du das machen kannst. Der gehört ja nicht einem Verein, einem Karnevalsverein, der die Veranstaltung durchführt. Die Preise sind an Karneval einfach höher. An Veranstaltungstagen. So, ganz einfach. Es wird gesagt, wenn du in der Karnevalszeit den Saal mieten möchtest, zahlst du nicht, ich sag jetzt mal, gibt es nicht für das Geld. Ne? Ich sag mal 100 Euro am Tag. Gibt es keinen Saal, aber als Beispiel normal 100 Euro, sagen wir mal im Sommer. Und in der Karnevalszeit sind es dann 500 Euro. Ich als Techniker, wenn ich jetzt irgendwann im Sommer, wo ich eh wenig zu tun habe, gebucht werde mit dem ganzen Technikkram und DJ, sind es 100 Euro, in der Karnevalszeit 500 Euro. Beispiel. Das heißt also, du hast mehr als 200-300% Preissteigerung. Kellner, Thekenkräfte, Reinigungskräfte, alles was dazugehört. Also der ganze Rattenschwanz, der Karneval da mit dranhängt, ist einfach exorbitant krasser und größer geworden. Und das ist so ein Geschäft geworden, das ist eine Marketing. Und wenn man sich mal überlegt, in Köln ist es so, in Düsseldorf, ich schätze mal, das ist da nicht ähnlich bei den großen Sitzungen Düsseldorf, Aachen oder auch in Hessen. Die sind ja auch teilweise im Fernsehen übertragen. Also in Köln ist es zum Beispiel so, dass die großen Sitzungen, die wirklich großen, auch die im Fernsehen übertragen werden, aber die sind ja eh eher langweilig, aber so ne, in der Größenordnung, die Sitzungen, die werden ja gar nicht mehr von dem veranstaltenden Verein organisiert, sondern die gehen in eine Eventfirma, das ist eine Managementfirma, die kriegen das Budget vorgegeben. Ich sage jetzt mal, ihr habt das Budget, 30.000, 40.000 Euro, 50.000 Euro, was auch immer. Macht eine Sitzung in dem und dem Raum. Ihr kümmert euch um die Bookings der Künstler, der Agierenden. Ihr guckt, ihr stellt einen professionellen Moderator dahin. Da gibt es professionelle Moderatoren. Im Hintergrund in der Regel sitzt der Elberrat oder der Präsident des Vereines. Aber das ist letztendlich das, wie es gemacht wird. Also das heißt, die geben die Sachen an eine Veranstaltungsfirma ab und die Veranstaltungsfirma möchte natürlich auch Geld verdienen. Durchaus. Verständlich. Also es ist bei uns hier im Kreis Euskirchen, beziehungsweise im ländlichen Gebiet, die Eifel oder selbst noch größere Orte wie Euskirchen, Mechernich, das ist, oder die Zülpicher Börde etc., da ist es noch so, dass wir als Verein oder die Vereine vieles selbstständig noch organisieren und machen. Das geht anders natürlich nicht mehr. Aber dennoch
Es ist sehr, sehr, sehr interessant, wie das funktioniert. Und es ist tatsächlich ein Markt. Und ich denke, das wird in anderen Regionen ja nicht anders sein. Also wenn ich an das Oktoberfest in München denke, ich denke, das ist genau so ein Ding, wo viele Unternehmen nur von leben, von diesem Oktoberfest. Das ist halt das Ding, weil es einfach, das, ich glaube, es ist immer noch das größte Volksfest in Deutschland, ne? Soviel ich weiß. Weltweit weiß ich gar nicht. Da gibt es, glaube ich, noch verschiedene große Feste. Ich denke mal, ich meine, im Norden oben die Kieler Woche ist auch so ein großes Volksfest. Was im Osten ist, weiß ich gar nicht, die auch so große Feste haben. Ja, und bei uns im Rheinland ist es ganz klar natürlich der Karneval. So, und der ist ja jetzt, wir sind ja voll im Hochstress, der geht ja jetzt schon fast zu Ende. Also, ein Riesenmarkt, ein Riesending und finde ich hochinteressant, wie das funktioniert. Und ja, das sind meine, just my two cents dazu. Gut, damit sind wir heute auch schon wieder durch mit dem Frühstückskaffee. Zum Thema Karneval oder das Geschäft mit dem Karneval. Ich danke euch. Wie gesagt, montags, mittwochs, donnerstags und freitags 10 Uhr morgens auf Twitch. Und dann seht ihr das eine Woche später bei YouTube. Und in dem Sinne, vielen Dank. Mein Name ist André. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.